Sanctum, der Kapuziner-Podcast zu franziskanischen Heiligen mit Bruder Leonhard Lehmann. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts. In der alten Kurstadt Aachen gab es im 19. Jahrhundert nicht nur Bäder, Spielcasinos und prachtvolle Hotels, sondern auch aufstrebende Industrieanlagen. Eine von ihnen ist die Stecknadelfabrik Migion Schervier. Johann Schervier ist mit Marie-Louise, geborene Migion, verheiratet. Wie der Name schon sagt, spricht sie Französisch. Sie erwartet das fünfte Kind. Es wird am 3. Januar 1819 geboren und ist ein Mädchen. Bald darauf wird es in Aachen in der Pfarrkirche St. Paul getauft und erhält den Namen Franziska, zum Zeichen der Verbundenheit mit seinem prominenten Paten, dem Kaiser Franz I. von Österreich, der sich im Herbst mit anderen Monarchen in der Kurstadt oder auch Kaiserstadt getroffen und bei der Gelegenheit dem Ehepaar Schervier einen Besuch abgestattet hat. Dabei hat er der Mutter die Patenschaft für das zu erwartende Kind versprochen. Die Mutter stammte aus Frankreich und lernte bei einem Besuch in Aachen den bereits verwitweten Fabrikanten Johann Schervier kennen. Franziska hatte schon zwei ältere Brüder und drei Schwestern. Eine jüngere sollte noch hinzukommen und wird Pauline heißen. Die sieben Kinder wachsen im Elternhaus in idyllischer Umgebung auf. Es dominiert der Vater mit seinem Interesse an Gewinn und die Mutter waltet umsichtig über Kinder und Haushalt. Franziska Schervier wird später schreiben: Nach französischer Art erzogen durften wir Töchter außer zur Kirche und zur Schule nur höchst selten ausgehen und überhaupt nur unter Begleitung der Eltern oder einer schon bejahrten, zuverlässigen Person, die als treue Dienerin des Hauses die Wärterin aller Kinder gewesen war. Franziska besucht, wie ihre Schwestern, die höhere Töchterschule. Sie gilt als heiteres, temperamentvolles Kind, das auch sehr ernst und nachdenklich sein kann. Sie ist wach und sieht mehr, als sie sehen soll. So sieht Franziska auf den Schulwegen die überbelegten Elendsquartiere der Arbeiter. Auf den Gassen riecht es nach ausgekochter Wäsche, nach Abwasser und Exkrementen. Dort streunen hungrige Kinder umher, lagern Kranke und Alte auf Steinen, siechen Sterbende dahin. Franziska hört Jammern und Stöhnen, das ihr von zu Hause aus unbekannt war. In der Schule erzählt sie von dem Erlebten. Es wird nicht tabuisiert. Sie kommt zu der Erkenntnis, die Welt ist nicht heil, sondern zerrissen und hilfebedürftig. Hautnah bekommt sie die ersten Auswirkungen der Französischen Revolution und der Industrialisierung zu spüren. Zwar haben die russischen, englischen, preußischen, schwedischen und österreichischen Truppen 1813 den machtbesessenen Napoleon in der Völkerschlacht bei Leipzig besiegt. Doch schwelen die revolutionären Ideen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit in allen Ländern weiter. So mancher Herrscherthron wackelt. Zudem verschärfen die rapiden Entwicklungen von Technik und Wissenschaft die Diskrepanz vom Aufstieg der Fabrikanten und der Verelendung der Massen, der Arbeiter. Eine Landflucht hebt an. Und wenn die Bauern in der Stadt sind, finden sie keine Arbeit, weil die Dampfmaschine sie ihnen weggenommen hat. Für wenig Arbeit gibt es immer geringere Löhne. Frauen und Kinder müssen mitarbeiten, um überleben zu können. 10 bis 12 Stunden am Tag sind sie oft bis zur Erschöpfung in lärmenden, qualmenden Fabriken beschäftigt. In Aachen
besucht jedes zweite schulpflichtige Kind keine Schule. Seuchen breiten sich aus, deren die Ärzte nicht Herr wären. Die Unternehmer ziehen sich ins Privatleben zurück. Diese sozialen Zusammenhänge, die im Elternhaus übergangen werden, kommen in der Privatschule zur Sprache. Es ist vor allem die Pädagogin Luise Hensel, die Lehrer und Schülerinnen auf das Versagen von Staat und Kirche aufmerksam macht. Sie weitet den Glauben Franziskas um die Dimension der aktiven Nächstenliebe. Obwohl erst 8 Jahre alt, versteht Franziska in einem Traum, dass Jesus sich mit den Armen identifiziert und er von ihr nichts anderes will, als dass sie die Armen unterstützt. Von da an wandert auf dem Schulweg so manches Brot aus der Kinderhand in die Hände hungriger Kinder. Das macht die Eltern der Mädchen, besonders die Väter, misstrauisch gegenüber der katastrophalen Erziehung der Frau Hensel. Sie erwirken ihre Entlassung aus der Schule. Doch was sie gesät hat, keimt weiter. Außerdem setzen sich inzwischen auch Fabrikanten für die Arbeiter ein. So der Spinnereibesitzer Fei und seine Tochter Clara, die mit Franziska befreundet ist und mit ihr zur gleichen Schule geht. Von der behüteten Fabrikantentochter zur emanzipierten Frau. Das ist der nächste Schritt. Auf dem Nährboden von Armut und mangelnder Hygiene breiten sich zu Beginn der 1830er Jahre in Aachens Gassen Cholera und Tuberkulose weiter aus. Schwerkranke werden in das ehemalige Dominikanerkloster transportiert, aber nur wenige überleben. Bretterkarren rattern durch die Straßen, um die Leichen abzuholen und außerhalb der Stadt auf dem Ostfriedhof zu beerdigen. Auch die Reichen werden von den Seuchen heimgesucht. Franziska hört den keuchenden Husten von TBC-Kranken nicht nur auf dem Schulweg, sondern auch im eigenen Elternhaus. Über 3 Jahre lang erlebt sie, wie die zarte Mutter von dieser Krankheit durchgeschüttelt wird, bis sie schließlich 1832 stirbt. Franziska sagt später, die letzten 6 Monate lag sie beinahe beständig zu Bett. Ich war viel bei ihr. Sie brauchte mich als Dolmetscherin, wenn sie mit anderen in deutscher Sprache verhandeln musste. So war ich der Mutter etwas näher gekommen als die anderen Geschwister. Es wurde mir unendlich schwer, sie sterben zu sehen. Ich meinte nichts anderes, als müsste ich mit ihr selber sterben. In ihrer Trauer wächst ihre Verbindung zu Gott. 13 Jahre alt überlässt sie jetzt ihm die Mutter und fühlt sich jetzt freier, für Gott konkret tätig zu werden. Immer deutlicher erblickt sie in jedem Kranken den leidenden Christus. Sie strickt jetzt Strümpfe für alte Männer, verschenkt einen ihrer Mäntel an ein frierendes Kind. 1833 sterben auch ihre beiden älteren Schwestern kurz nacheinander an TBC. Sie muss jetzt den mutterlosen Haushalt übernehmen, den Dienern und Mägden die Arbeit zuweisen, das Geld verwalten. Der Vater gibt ihr Rückendeckung, traut ihr viel zu. Nur eines mag er nicht, dass sie allein ausgeht. Und das tut sie immer lieber und immer öfter. Nachdem sie 14 geworden war, ist sie nicht mehr schulpflichtig. Statt zur Schule geht sie jetzt zu Kranken. Armen bringt sie ihre Aussteuer und Sachen aus dem Haus, Schuhe, Kleider, Bettzeug. Der Vater stöhnt, das Kind schleppt uns noch alles aus dem Haus. Im Jahr 1840 kommen 2 junge Frauen zu Besuch ins Haus Schavier. Sie gehören zu dem neu gegründeten Frauenverein zur Unterstützung und Pflege der Armen. Sie fragen den Vater, ob Franziska dem Verein beitreten darf. Er stimmt zu.
denn auch andere Frauen aus wohlhabendem Haus sind dabei. Und schließlich kann es der Tochter nur gut tun, wenn sie in der Pfarrei St. Paul die Buchführung lernt. Nur eines verbietet er ihr, zu Kranken zu gehen, wegen der Ansteckungsgefahr. Doch Franziska hält sich nicht an das Verbot. Sie ist jeden Tag unterwegs, verbindet Wunden, flickt Kleider, putzt Wohnungen, holt Holz und Kohle. Spät kommt sie wieder heim, der Vater schimpft, aber mehr aus Routine als im Ernst. In ihren Erinnerungen steht der schöne Satz: Einmal sagte er einem guten Bekannten, seine Tochter habe sich zu emanzipieren gewusst. Als ich bei diesen Worten lachte und ihm eine freundliche Antwort gab, lachte auch er. Und von der Zeit an war alles in Ordnung. Franziska lernt die Witwe Therese Beisel kennen. Sie gehört dem dritten Orden des heiligen Franziskus an. Von dessen Leben erzählt sie viel und noch mehr erfährt Franziska in den Versammlungen dieser Drittordensgemeinschaft. Ab jetzt führt sie ihren Namen auf den Heiligen aus Assisi zurück, nicht mehr auf Kaiser Franz I. Weitere drei Freundinnen treten dem dritten Orden bei. Der Vater billigt dies, weil es eine Laiengemeinschaft ist. Einen klösterlichen Orden hätte er nicht erlaubt. Aber dazu kommt es dennoch bald, denn Johann Schervier stirbt plötzlich 1845 mit 61 Jahren. Noch im gleichen Jahr verlässt Franziska ihr Elternhaus und bezieht mit vier Freundinnen ein Mietshaus. Sie nennen sich nun Schwestern und nehmen Prostituierte auf. Am Franziskusfest beginnt ihr Gemeinschaftsleben. Franziska ist die Oberin. 1852 erwirbt sie das Mutterhaus in Aachen, nachdem die Kongregation der armen Schwestern des heiligen Franziskus anerkannt ist. Diese Kongregation breitet sich rasch aus und ist auch heute noch in Amerika und Afrika präsent, außer in Aachen. 1876 stirbt Mutter Franziska am 14. Dezember. Und knapp 100 Jahre später, 1974, wird sie von Paul VI. Selig gesprochen. Diese neue Selige, eine faszinierende Persönlichkeit, an die zu erinnern, mir Freude gemacht hat. Sanctum, der Kapuziner-Podcast zu franziskanischen Heiligen.